Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play East 1 und 2. Ja, im letzten Part sind wir ein bisschen durch den Dungeon gegangen, sparen. Und jetzt begeben wir uns so langsam in Richtung Boss. Gibt's hier? Nee, kein Reck, okay. Das ist nicht so gut, aber von mir aus. So. Hier ist auch schon die Tür zum Boss. Speichern wir nochmal schnell ab. Und dann geht's los. Natürlich müssen wir erst die Truhe öffnen, ja? Dann geht's los. So, der Boss kann uns nichts machen, sofern wir nicht mit seinem Kopf kollidieren. Also seinen Schwanz angreifen, alles super. Sein Kopf tut uns weh. So, wie ich das demonstriert habe, hat das nicht ganz funktioniert. Deswegen werde ich erst meinen Health Potion nehmen und ihn dann nochmal versuchen zu besiegen. So, Truhe und los geht's. Der ist eigentlich nicht schwer, finde ich. Also, sofern man immer hinter ihm ist und nicht an seinem Kopf, ist alles super. Finde ich. Also, ne? Merkt man vielleicht auch. Ich bekomme eigentlich gar keinen Schaden. Eben, weil ich nur hinter ihm bin. Die Musik ist übrigens immer noch geil, die Bossmusik, die ist... Was? So schnell? Was mich übrigens gerade ein bisschen stört, Moment, kann ich das in den Optionen vielleicht ändern? Video und dann... Was ist das da? Nee. Da ist Sync. Genau, probieren wir das mal. Moment mal. So. Vielleicht funktioniert das jetzt besser. Also zumindest habe ich da ganz schlimme Sachen gesehen. Wieso bin ich jetzt wieder voll? Okay, was auch immer. So, los geht's. Bam, so. Nimm die Truhe. Danke. Ja, das sieht, glaube ich, besser aus mit V-Sync Mode 2. Ja, warum auch nicht? Also, ist eigentlich nur im Kreis rennen und versuchen, ihn zu treffen und was weiß ich was. Also, es ist teilweise etwas luckabhängig, aber größtenteils nicht. Kann man sich eigentlich denken. Oh, 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 oh. Da hat er mich fast, das ist nicht gut. Oh, shit, 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 shit. Komm, ein Versuch noch. Ansonsten schneide ich das. Ansonsten schneide ich das, bis ich es dann hab. So, hallo. Okay, okay. Also ein Pattern ist ein bisschen schnell. Vielleicht sollte ich auch das Spiel einfach langsamer stellen. Das könnte ich ja auch mal wieder machen. Gerade bei Bossen dürfte das relativ viel ausmachen. Und also Speed auf Slow stellen statt auf Fast. Ist ja eigentlich auch die... Was? So schnell? Komm, dann probier es nochmal auf Slow. So. Ja. So, Speed. Slow. Man merkt doch einen Unterschied, denke ich so. Also nochmal, ja, er ist um einiges langsamer, das ist schon mal. Ja, super. Wenn er uns ja noch mehr Schaden machen kann. Krass. Krass. Ich schneide das, bis ich das geschafft habe jetzt. Das war auch nix. Geil. Also beim ersten Mal habe ich den viel, viel leichter besiegt eigentlich. Von daher, ist komisch. Geil. No comment, im Ernst, was zur Hölle. Also wirklich, beim ersten Mal durchspielen hatte ich ihn beim zweiten Mal besiegt. Was ist da los? Das ist... Ich glaube, ich gehe eine Runde grinden. Ja, komm. So, ein Level ab später. Mal schauen, ob es diesmal was wird. Ich wäre aber dafür, diesmal auf einem separaten Speicherstand zu speichern. Vor der Poste, weil ich eben ein bisschen Leben verloren habe. So. Genau, los geht's. Sieht um einiges besser aus, was zu hören. Wow.
Wow. Wow. Wow, wow und wow. Was zum Teufel? Okay, und da finden wir das erste Buch von Ys. Volume Hadal ist das. Ja, das ist das Buch von Ys. Genau, und jetzt müssen wir wieder zurückgehen. Und mache ich natürlich ganz, ganz schnell. Ne? Das dürfte nicht, also ich schneide das. Und da sind wir auch schon wieder draußen. So, wir geben mal das Buch ab, nicht wahr? Sie lassen uns das dann vorlesen gleich. Sollte ich irgendwann mal aus diesem Tempel rauskommen, hier war der Ausgang. Ne, da links. Okay. Funktionierung. Danke. Und dann haben wir es auch gleich. Genau. Ah, alles war halt okay. Ich habe aber genug Geld, um mir eine neue Waffe zu holen. Könnte ich dann mal machen. Gleich zumindest. Gleich. Erstmal möchte ich natürlich das Buch vorgelesen haben. So. Jetzt gehen wir zu Jeva. Ja, danke. So. Hallo, Jeva. Naja, das weiß ich. Das ist toll. Juhu. Ja, ja, das weiß ich doch schon alles. Ja, danke. Ja, ich weiß. Ja. Ich habe das Buch gefunden, genau. Lest es mir vor. Die Prosperity ist Menge. Die meisten von Ys. Nee, der Anfang? Keine Ahnung. Ys begann mit der Kreation, der Erschaffung eines magischen Metalls. Bekannt als Kleria. Das steht in dem ganzen Buch. Nee, da. Auf dem höchsten Berg stand Solomon Schrein, welcher den Reichtum oder die Wohlhabenheit von Ys symbolisierte oder symbolisiert. Das Land von Ys wurde von zwei Göttern hier regiert und von sechs Priestern. Die Göttin waren die Verkörperungen unserer Gesundheit und Fröhlichkeit? Ja. Oh, wer wohl die Göttin sein könnte? Die eine zumindest. Oh, das ist bestimmt nicht Fina. Tschüss. Ja. Ich hab vergessen, was ich jetzt machen muss. Ich überlege gerade. Ich kaufe mir erstmal eine neue Waffe. Das wäre, glaube ich, das Beste. Ach genau, ich muss wieder zu Sarah zurück. Das können wir auch auf dem Weg machen. Ne? Ich bin ja gerade dahin und ich bin wieder dahin. Na. Ja. Also auf zu Sarah. Auf zu Sarah. Auf zu Sarah. Beziehungsweise erstmal in den Waffenshop. Ich will mir das Katana holen. Das Katana ist eine recht starke Waffe. Nicht die stärkste, aber eine recht starke. Ne? Das werden wir nur noch feststellen. So, hallo, hallo, ich will mein... Das Katana, ja, danke. So, tschüss. Einmal ausrüsten, nee, falsch, da, ausrüsten. Schwupps, Katana. Achso, ja, Katana, so, dann speichern wir gleich nochmal. Vor Sarahs Haus, hier. Jupp. Und gehen sie besuchen. Hallo, Sarah. Oh, Sarah ist gar nicht da. Da ist ein Zettel an dich gerichtet. So. Liebe Adel, ich denke, ich habe viel zu viel über die geheimen Bücher von Ys herausgefunden. Wenn sie mich finden, werde ich getötet. Es gibt sowas, da ist etwas. Da ist etwas Wichtiges, was ich dir geben muss. Ich werde es mit dem Poeten Lea lassen. Ich werde es bei ihr lassen. Bitte finde sie schnell. Eine weitere Sache. Der Kristall liest, dass einer der Bücher in den Minen sind. Minen, ja. Bitte achte auf dich, Adel. Und geh zur Mine, so schnell du kannst. Liebe Sarah, ja, danke.
Also gehen wir mal zur Poetin, nicht wahr? Die ist im Nordosten der Stadt. Die sitzt da einfach neben einem Baum. Hier ist sie. Hallo, ja, Sarah hat mich gefragt, ob ich etwas für dich aufheben kann, aber du musst erst meine silberne Harmonika finden. Gut, das machen wir aber erst im nächsten Part. Bis dahin.